Heute geht es um einen Sektor, der einer der profitabelsten der Welt ist, der zuverlässig Milliardengewinne abwirft. Gleichzeitig haben wir aber enorm niedrige Bewertungen. Wir haben KGVs im niedrigen einstelligen Bereich und Dividendenrenditen zwischen 7 und 9%. Herzlich willkommen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Heute geht es mal wieder um chinesische Aktien. Und zurzeit ist das, weiß Gott, kein Spaß. Chinesische Aktien entwickeln sich seit Monaten deutlich unterdurchschnittlich. Indizes wie der MSCI China oder der HSCEI, die gehören jetzt dieses Jahr eigentlich schon mit zu den schlechtesten der Welt. Das ist der HSCEI, der Hang Seng China Enterprises Index, auf Sicht von einem Jahr. Und weil das ja hier ein Hongkong-Index ist, da ist er von dieser Delisting-Problematik, die ich jetzt letzte Woche hier durchgesprochen habe, davon ist der ja noch nicht mal betroffen. Er ist also letztes Jahr auch noch gut gestiegen, war auch völlig angemessen, weil China da ja die Coronavirenkrise schon seit Monaten hinter sich gehabt hat, größtenteils. Und seit Februar geht es aber wieder deutlich runter. Was schon erstaunlich ist, wir haben ja beim DAX und beim Dow und so weiter, sind wir ja im Grunde immer noch in der Nähe von den Rekordständen, mehr oder weniger. Und das Ganze liegt nicht nur an den chinesischen Technologieaktien. Dazu haben Sie letzte Woche ja unseren gratis Zukunftsmärkte-Report bekommen. Dazu später dann noch ein bisschen mehr. Aber es liegt nicht nur an diesen Technologieaktien, sondern der gesamte chinesische Markt ist schon unter Druck. Da glauben jetzt manche, das liegt an der Laborthese, dass China also für den Ausbruch der Corona-Krise in Haftung genommen werden kann von der Weltgemeinschaft. Das glaube ich so nicht. Viele sagen aber auch, das sind die internationalen Spannungen. Die werden auch nicht wirklich besser. Das ist völlig richtig, spielt auch mit Sicherheit eine Rolle. Die Frage ist nur, warum das jetzt nur China so stark treffen sollte, die chinesischen Börsen und die Börsen der anderen Länder nicht. Weil zum Beispiel im Handelskonflikt unter Donald Trump, der hat ja den Vereinigten Staaten jetzt auch nichts gebracht in dem Sinn. Im Gegenteil, das US-Handelsbilanzdefizit ist nie wirklich runtergegangen dadurch und China im Gegenzug hat 2020 auch wieder abgeschlossen mit einem Rekord-Handelsbilanzüberschuss. Von daher, ja, Politik spielt natürlich eine Rolle, was wir aber auch nicht unterschätzen dürfen im Moment. China ist eben schon lang wieder in dieser wirtschaftlichen Normalität zurück. Und die Anleger befürchten jetzt eben, dass nach der ersten Wirtschaftserholung jetzt das Wachstum und auch das Gewinnwachstum der Unternehmen wieder abflacht. Auch weil wir ja einen globalen Inflationsschub haben und stark gestiegene Rohstoffpreise, was jetzt auch die Inputkosten bei vielen Unternehmen erhöht. Und ganz offensichtlich stellen sich die Anleger jetzt auch die Frage, wofür brauche ich eigentlich Wachstum und Normalität und günstige Bewertungen, wenn ich an den westlichen Börsen gleichzeitig null Zinsen haben kann und große schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme? Weil das bietet China natürlich so nicht im Moment. Und für mich ist das eigentlich, man muss es leider sagen, der Hauptgrund für diese Underperformance. Weil was die Fundamentaldaten betrifft, da stehen die chinesischen Aktien natürlich deutlich besser da im Moment. Und ein Sektor ist besonders attraktiv, nach den Kennzahlen zumindest, das ist der chinesische Bankensektor, die chinesischen Großbanken, die Megabanken. Ich habe mal neulich mal wieder eine Euro am Sonntag gekauft, wegen der Titelstory da, die Gewinngiganten für jedes Depot. Also ich wollte in erster Linie mal sehen, ob da die chinesischen Konzerne, die hohe Gewinne erwirtschaften, auch berücksichtigt sind. Und tatsächlich, die waren jetzt zwar nicht im Detail da besprochen, aber die waren schon mit aufgeführt und berücksichtigt. Und hier haben wir die 12 profitabelsten börsennotierten Konzerne der Welt, basierend auf den Prognosen für 2021 laut Bloomberg. Ganz vorn Saudi Aramco, Apple, Alphabet, Microsoft, das überrascht niemanden. Das sind die Konzerne, die am meisten verdienen. Aber auf Platz 5 kommt die ICBC, eine chinesische Bank, mit einem prognostizierten Jahresgewinn von 51 Milliarden Dollar.
Auf Platz 6 dann schon wieder eine chinesische Bank, China Construction Bank mit 44,3 Milliarden Dollar. Platz 10 Agricultural Bank of China mit 34,7 Milliarden Dollar. Und auf Platz 12 dann noch eine chinesische Bank, die Bank of China. Und wenn wir jetzt also die 12 profitabelsten Unternehmen der Welt nehmen, also die 12 großen Gewinngiganten, dann ist davon jedes dritte eine chinesische Bank. Wir sehen, die China-Banken verdienen auch deutlich mehr Geld als die anderen börsennotierten chinesischen Unternehmen, so wie Alibaba oder Ping An oder China Mobile. Und sie verdienen auch deutlich mehr Geld als die meisten anderen internationalen Konzerne, bis auf die, die hier aufgeführt sind. Und bei diesen amerikanischen Gewinngiganten, da ist es natürlich so, das wissen wir alle, das hat der Markt auch verinnerlicht, da sind ja die Bewertungen schon relativ hoch, darum sind es auch nicht zwingend attraktiv bewertete Aktien. Aber bei den China-Banken, da ist es überhaupt nicht so, da sind die Bewertungen im Gegenteil ausgesprochen niedrig. Fangen wir an mit der ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, die größte Bank der Welt. Das hier ist der 5-Jahres-Chart in Hongkong-Dollar. Wird zurzeit gehandelt, die Aktie mit einem KGV von 4, mit einem Abschlag auf den Buchwert von 50% und wirft aktuell eine Dividendenrendite ab von 7,2% für das laufende Jahr laut Reuters-Schätzungen. Und damit Sie jetzt nicht sagen, naja, wahrscheinlich ist die Bewertung darum so niedrig, weil die Bank jetzt kurz vorm Zusammenbruch steht oder sowas. Wahrscheinlich sitzt sie auf ganz, ganz vielen Krediten, die jetzt dann alle platzen oder diese Dinge. Darum habe ich Ihnen noch dieses NPL dazu getan, die Non-Performing Loan Ratio, der Anteil der ausfallgefährdeten Kredite am Gesamtportfolio. Der war am Ende vom ersten Quartal jetzt bei 1,58%, also nicht der Rede wert. China Construction Bank, die Nummer 2, ganz ähnlich auch von der Kursentwicklung her. Also Sie sehen schon, der Markt mag diese Aktien nicht. Und auch ähnlich bei den Kennzahlen. Ausfallkreditanteil 1,56%, Dividendenrendite 7,1%, KBV 0,5 und ein KGV von 4. Und wie gesagt, wir sprechen ja nicht von irgendeiner Provinzbank irgendwo im Hinterland, die intransparent ist und wo der Chef die meiste Zeit mit dem Bürgermeister zusammenhängt und mit dem irgendein Ding dreht. Nein, wir sprechen vom sechstprofitabelsten Konzern der Welt. Agricultural Bank of China, das ist sowas wie die chinesische Volksbank Raiffeisenbank, der zehntprofitabelste Konzern der Welt. Da liegt das KGV sogar nur noch bei 3,5. Wir haben eine Ausfallkreditquote zuletzt von 1,53%, prognostizierte Dividendenrendite 8,6%. Und dann noch die Bank of China, ein bisschen kleiner als die anderen drei, dafür mit einer sehr starken internationalen Präsenz. Ein Abschlag auf den Buchwert von über 60% hier, ein KGV von 3,4 und eine Dividendenrendite von 8,8%. Und wenn Sie die an einem schwachen Tag erwischen, dann haben Sie auch gern mal 9% Dividendenrendite sich eingekauft. Und was dieses Dividendenthema betrifft, ich habe vorhin ja schon unsere Zukunftsmärkte-Reports erwähnt und im nächsten Report von uns, da geht es ganz allgemein um China-Aktien mit hohen Dividendenrenditen, weil es da ja nicht nur den Bankensektor gibt. Und dadurch, dass die Kurse jetzt wieder deutlich zurückgekommen sind in China, haben wir eben auch ganz allgemein wieder viele China-Aktien, wo die Dividendenrenditen jetzt sehr attraktiv sind. Da stellen wir ein paar vor nächste Woche. Wie gesagt, Zukunftsmärkte-Reports sind auch immer gratis für Sie. Einfach rechtzeitig eintragen für diesen Report auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, was machen wir mit unseren Bankaktien? Ich habe vor 2 Jahren schon mal ein Video gemacht zu dem Bankensektor in China. Die Argumente sind immer noch fast die gleichen, so dass ich kurz drüber nachgedacht habe, sogar, ob ich jetzt nicht einfach dieses Video nehme und nochmal reinstelle und so tue, als wäre es neu. Aber seitdem ist viel passiert natürlich. Die Coronavirenkrise war seitdem und die Kennzahlen sind inzwischen auch noch besser. Zum Teil natürlich auch deswegen, weil die Aktien gefallen sind seitdem.
Und der Sektor ist umstritten. Es gibt die einen, die sagen, was Besseres als diese Bankenaktien, das gibt es überhaupt nicht. Es sind die reinsten Gelddruckmaschinen und sie sind alle mehr oder weniger kontrolliert vom Staat und sie verdienen auch nach wie vor das meiste Geld damit, dass sie Kredite vergeben an staatliche Großkonzerne oder an Provinzregierungen und Projekte, die von denen finanziert werden. Das heißt im Klartext, Staatsbanken leihen Geld an Staatsunternehmen, am Ende wird alles garantiert vom Staat und wir stehen als Aktionäre aber mittendrin und können ordentlich die Hand aufhalten. Besser kann es doch gar nicht sein. Aber es gibt andere Analysten auch, die sehen es skeptischer. Die sagen schon mal, erstens, ja, hör mal auf mit den Bankaktien, der Sektor ist tot, die will keiner. Und so einfach wie das mal war, dass da alles ganz sicher ist, das ist seit Corona sowieso nicht mehr so. Die Regierung hat nämlich Druck auf diese Banken ausgeübt in der Corona-Krise, dass jetzt eben verstärkt mehr Geld auch mal ausleiht an die Privatwirtschaft, dass sie die eben auch stützen soll in der Krise. Das haben die auch. Dadurch hat sich das Risiko aber möglicherweise eben auch verändert. Und der oberste chinesische Bankenaufseher, der hat erst letzte Woche davor gewarnt, dass die ganze Erholung, die wir seitdem gehabt haben, dass die ungleichmäßig verläuft. Die einen stehen wieder sehr gut da, die anderen aber überhaupt nicht. Das ist ja so wie bei uns auch. Und das heißt wahrscheinlich doch mehr Kreditausfälle bei den Banken demnächst. Das stimmt sicherlich auch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man die chinesische Bankenaufsicht immer hört, da geht ja schon seit Jahren die Welt unter. Also die sind schon sehr vorsichtig und sehr konzentriert auf Risiken natürlich auch. Und bis jetzt war es so, die Kreditausfälle seit der Krise, die sind tatsächlich gestiegen bei den Banken, aber das Gesamtvolumen an Krediten, das ist noch stärker gestiegen und dadurch sind die Bankbilanzen eben auch nicht schlechter geworden. Das ist dadurch ausgeglichen worden und die Kreditausfallquote für den gesamten Sektor, die liegt im Moment bei 1,86%. Ein weiteres Problem, das viele sehen, das ist das, dass diese implizite Garantie auf die Kredite durch den Staat, dass die auch immer weniger gilt. Also es ist ja viel Schindluder getrieben worden in China. Es gab unsinnige, riesige Investitionen, die Quatsch waren in China und auch die Staatsunternehmen haben ja mit dem Geld, das sie bekommen haben, nicht immer gut gewirtschaftet. Und Peking sagt schon lang, es kann ja nicht sein, dass in dem Bereich jeder Mist finanziert wird, nur weil die Banken oder auch die Anleger glauben, dass da kein Risiko da ist. Das Risiko muss jetzt mal auf den Markt übergehen, sprich die Banken und die Anleihekäufer, die müssen das Risiko jetzt eben auch mal selber prüfen. Und wenn sie das eben nicht ordentlich machen, dann kann es halt in Zukunft im Extremfall auch mal sein, dass sie Pech gehabt haben. Und Peking lässt auch wirklich immer mehr Staatsunternehmen, auch Großunternehmen, jetzt wirklich auch mal untergehen. Und auch das kann Folgen haben für die Banken. Und dann haben wir natürlich noch ein drittes Problem, das ist das systemische Risiko ganz allgemein. Wir haben auch in China mittlerweile eine relativ hohe gesamtwirtschaftliche Verschuldung. Gut, aber diese Belastungen oder potenzielle Belastungen, nenne ich es jetzt mal, die gibt es schon länger. Die habe ich ja auch in meinem Video vor 2 Jahren fast eins zu eins auch so dargestellt. Hat die Banken aber wieder nicht gekratzt die letzten 2 Jahre. Die Gewinne und die Ertragskraft und die Bilanzen und auch die Eigenkapitalquoten und alles, die hat das nicht im geringsten belastet. Und noch nicht mal in der Corona-Krise war das dramatisch. Auch die haben die Banken mit Bravour überstanden. Exemplarisch hier mal Bank of China, operativer Gewinn, Nettogewinn und Gewinn je Aktie, alles die letzten 5 Jahre. Es hat ja jeder gedacht, dass zusammen mit den anderen Problemen, die es da eben noch gibt, die aufgeführten und dann noch die Corona-Krise, dass das alles die Banken hart treffen wird. Und es war aber nicht so. Der operative Gewinn 2020 leicht zurückgegangen, Nettogewinn sogar leicht noch gestiegen und der Gewinn je Aktie ist einfach gleich geblieben.
Und auch in den Jahren vorher, die ja eben auch nicht ganz einfach waren wegen Handelskonflikt und wegen der geänderten Regularien, was Banken betrifft und so weiter, hat die Bank of China alles nicht gekratzt. Der Nettogewinn ist auf hohem Niveau geblieben bei 31,6 Milliarden Dollar 2020. Dieses Jahr soll es noch ein bisschen mehr sein und darauf ist die Aktie, wie gesagt, bewertet mit einem KGV von 3,4. Agricultural Bank of China, ganz ähnlich, trotz aller Probleme, die Einlagen sind gestiegen, durchgängig, die Ausleihungen sind durchgängig gestiegen und auch die Gewinne. Die Zinsmargen sind zurückgegangen etwas, dafür sind aber auch die Kosten zurückgegangen. Und der Anteil der ausfallgefährdeten Kredite, der ist auch leicht gestiegen, das war dann aber nicht weltbewegend, war auch nur vorübergehend. Inzwischen sind wir auch da wieder bei 1,53%, wie wir gehört haben. Und bei den ähnlichen Banken ist es auch ähnlich gelaufen. Soll man jetzt also solche Bankaktien kaufen, beziehungsweise wer soll die kaufen? Und für wen eignen sich die? Ich würde sagen, sie eignen sich für bestimmte Anleger schon mal nicht, nämlich für Trader zum Beispiel gerade oder für Anleger, die jetzt eben auf einen relativ raschen Kursgewinn hoffen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich sehe da nicht die große Fantasie, es sei denn, der Gesamtmarkt erholt sich jetzt auch, dann werden die wahrscheinlich auch nach oben gehen. Aber wir haben gesehen, der Markt mag die chinesischen Bankenaktien nicht und ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt auch erstmal so bleibt. Trotzdem, ich halte sie für unterbewertet. Wir sehen, der Markt macht sich seit Jahren Sorgen, dass da die Ertragskraft zurückgeht, ist aber nicht passiert. Und falls sie doch zurückgehen sollte in den nächsten Jahren, dann ist viel davon meiner Meinung nach schon lang eingepreist momentan in diesen Kursen. Und das wiederum macht die Aktien schon interessant für bestimmte Anleger. Ich würde sagen, für längerfristige Anleger, für substanzorientierte Anleger. Und natürlich auch für die, die sich an kontinuierlich hohen Ausschüttungen interessieren, weil die sind sehr hoch und die werden auch hoch bleiben mit hoher Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen. Denn wie gesagt, diese China-Aktien, die China-Banken, die sind hoch profitabel. Sie sind es schon seit vielen Jahren mit einer Stetigkeit und mit einer Verlässlichkeit, die wirklich erstaunlich ist auch. Und der Markt hat diese Stetigkeit immer unterschätzt die letzten Jahre und vermutlich ist es diesmal eben auch wieder so. Was Sie aber natürlich auch brauchen, und das ist völlig klar, wenn Sie solche Aktien kaufen, Sie brauchen ein gewisses Grundvertrauen natürlich auch ins chinesische Finanzsystem und in seine Stabilität. Davon hängt es natürlich auch ab, ob Sie so in solche Aktien investieren und in welchem Umfang. Gut, das wollte ich nur noch auch noch mal gesagt haben natürlich, und damit sind wir jetzt durch mit unseren super Gewinngiganten und super Dividendenkrachern im chinesischen Bankensektor. Wie gesagt, nächste Woche mehr davon aus verschiedenen Branchen, dann Dividendenkracher im nächsten Report auf www.zukunfts-märkte.de. Es sind schon keine Dividendenkracher mehr eigentlich, im Grunde sind es ja Dividendenböller. Da kennt der Chinese im Moment nicht. Nichts bei den Dividenden, da wird zurzeit wie an vielen anderen Stellen auch in China nicht gekleckert, sondern geklotzt. Also holen Sie sich rechtzeitig noch unseren nächsten Report. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.